Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Nummer 20. Wir konnten vorne endlich mal eine Zahl austauschen. Endlich, ja. Endlich. Mein Name ist Dominik, das ist Jan. Wir sind normalerweise bei OneFootball, aber hier im privaten Rahmen. Und heute geht es mal wieder richtig back to the basics. Deswegen haben wir diesen Kanal gemacht. Heute geht es um Leaks. Ja, Leaks genau von Trikots, die uns teilweise noch in dieser Saison erwarten. Ne? Da gibt es ja immer mal wieder so Sondertrikots oder Trikots, die teilweise erst nächste Saison, also 2022, 2023 in Verwendung sein werden. Und bevor wir aber eben den Blick vorausrichten, müssen wir auch nochmal ein bisschen zurückschauen. Ich auf die letzte Folge und seither hängt ja dieses Trikot hier. Ja, und ich habe mir geschworen, ich weiß ja, es wird meistens knapp vorbei. Deswegen mache ich es auch mittlerweile kurz und schmerzlos und würde sagen, FC Porto, Heim 2013, 2014. Es ist knapp daneben. Ciao. Ist doch ein Witz! Okay. Ja, ich löse einmal noch ganz kurz auf. Porto Heim ist natürlich richtig. Es ist aus der Klar. Saison 2014, 2015, die Saison, in der sie auch gegen die Bayern gespielt haben. Das Hinspiel 3-1 gewonnen. Rückspiel sind sie dann doch deutlich untergegangen. Übrigens auch noch mit einem Flock. Ja, ich habe es Und das ist nicht der hinten. Spieler Superbock, sondern der Spieler Theo. Ich habe es hinten schon gesehen, Christian Tello, glaube ich, Genau. ne? Ist, glaube ich, später zu Barca oder so gegangen, kann Nee, das sein? vorher ist er aus der Barca-Jugend. Ah, okay, dann war es so Und rum. genau, Ja, da hat es nicht so recht geklappt. alles quasi wie immer knapp daneben, Ja. ist auch vorbei. Damit sind wir auch schon beim ersten Themenkomplex angekommen und vielleicht haben sich die ersten schon gefragt, wieso sitzt Dominik hier in einem Nationalmannschaftsshirt? Naja, das Nationalmannschaftsshirt von 2006 hat das sogenannte Teamgeist-Template und darum soll es jetzt auch im Folgenden gehen. Genau, denn Adidas hat entschieden, die gute alte Zeit vor ziemlich genau 15 Jahren, WM 2006, war wirklich eine gute Zeit, auch trikottechnisch. Ja, absolut. Und deswegen bringen wir doch einfach dieses Template zurück, zumindest für einige unserer, naja, auf dem Papier größeren Aus Namen. der Sicht von Wenn man, Adidas ja, Elitenclubs. Elite-Clubs, das muss man so in Anführungszeichen setzen, wenn man da diesen einen Verein sieht. Und bringen das eben für den November bzw. Dezember als Sondertrikot mit auf den Markt, als zusätzliches, ja, eben als zusätzliches Trikot zum bestehenden Trikotsatz. Und die Vereine, die mit dazu oder die Freude haben, eben dieses Teamgeist-Template nochmal zu bekommen, das sind die Bayern, natürlich, das Real Madrid, natürlich, die hatten es ja Natürlich. auch damals schon, werden wir gleich uns nochmal genauer anschauen. Das Juventus Turin, für die ist es was Neues. Das ist auch Manchester United, für die wird es auch was Neues sein. Und das wird auch der FC Arsenal sein, der ja in diesem Konzert der Großen doch ein bisschen überrascht. Aber genau, ich würde Sie sagen, ziehen, von der Fanbasis ziehen sie immer noch so ist deswegen. es. So, ich habe es eben schon gesagt, Real Madrid hatte dieses Template damals schon klar umgesetzt. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch mit Real an. Ne? Klar, wird wieder ein weißer Look sein. Und dann sieht man schon diese klassischen Linien, ne, vom eben Teamgeist-Template, wie es sich ja auch bei dir schon abzeichnet. Tatsächlich war Real Madrid auch damals einer der Vereine, der das vergleichsweise stärker durchgezogen hat, auch nach der WM. Also die WM war ja in der Hinsicht wirklich ikonisch. Das wurde ja selbst auf dem Ball dieses Teamgeist, dieser Weltpokal, ja, im Prinzip World Cup, Weltpokal. Silhouette wurde auch auf dem Trikot durchgezogen und die Madrilenen haben es auch in der darauffolgenden Saison sehr stark sich an diesem Look orientiert und dementsprechend sieht aber jetzt die aktuelle Version, wir schauen ja nebenbei mal ein bisschen drauf, nicht so krass danach aus. Also ja, das stimmt, es werden wieder diese geschwungenen Linien sein, aber wesentlich unauffälliger als bei der 2006er, 2007er Genau, farblich schlichter, da müssen wir noch mal abwarten. Bilder Variante. mit Nummern wurden jetzt noch nicht geleakt, aber man darf davon ausgehen, dass es dann wieder, damit man so einen symmetrischen Look hat, eben quasi auf der gegenüber dem Mannschaftswappen gegenüberliegenden Seite liegt, um die Brust so ein bisschen zu füllen. Was jetzt auf den Leaks gar nicht mit drauf ist, sind tatsächlich Sponsorenlogos. Da sind wir dann jetzt, glaube ich, auch im Bereich der Spekulation, aber darf man sicherlich auch schon davon ausgehen, dass die Sponsoren sich diese Chance nicht entgehen lassen werden, dann da trotzdem präsent zu sein. Das heißt, so wie ihr das Trikot jetzt aktuell hier sehen könnt, wird es am Ende sicherlich nicht komplett aussehen, sondern dann werden eben noch ein paar Aufdrücke raufkommen und dann doch ein bisschen gefüllter aussehen.
Und von einer Vorhersage hinsichtlich der Sponsoren kommen wir gleich zur nächsten, denn wir beschäftigen uns mit dem Rekordmeister. Und auch der FC Bayern gehört natürlich, wir hatten es schon bereits gesagt, zu den Kandidaten, die ein Teamgeist-Template verpasst bekommen. Allerdings muss man sagen, das wäre das erste Mal für die Münchner, dass sie dieses strenge Template so durchziehen. Denn die Bayern haben bei der Saison 2006, 2007 damals dieses Teamgeist-Template nur für das Auswärtstrikot verwendet. Und das Heimtrikot kam damals mit einem sehr prägnanten weißen Kragen und nur leichten, ja, im Prinzip brustumrahmenden weißen Linien. Das war schon alles damals. Ja, wenn wir Footy-Headlines Glauben schenken dürfen, wird das eben dann dieses Jahr doch wirklich anders aussehen. Denn wir haben dann eben einen komplett eingefärbten, dunkelblau eingefärbten Bereich, quasi von der Achselhöhle nach unten breiter werden, wirklich bis zum Hosenansatz. Sodass wir hier sogar letzten Endes drei Farben haben, mit Rot, so ein bisschen Weiß, Grau und dann eben dunkelblau. An sich ja doch typische Bayern-Farben auch. Und muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es bis jetzt dann nur eine Prediction ist, zu 75% spekuliert Footy-Headlines, also gut möglich, dass es dann am Ende doch noch ein bisschen anders aussieht, dass es ein bisschen weniger wuchtig vielleicht aussieht, aber dass zumindest so diese Farben vorhanden sind, da darf man sich dann schon sehr sicher sein. Aber ich muss sagen, dass zumindest im Vergleich mit Real Madrid gefällt mir das schon ein bisschen besser, weil es eben prägnanter ist. Also Real Madrid dann die Remake-Version. Das genaue Gegenteil quasi Ja. von vorher. Ja, in dem Fall würde ich auch sagen, wenn du ein sogenanntes Template nochmal probierst oder noch sozusagen reerfindest, dann finde ich es auch okay, wenn man es entsprechend prägnanter durchdrückt. Denn darum geht es ja eigentlich. Es sind ja Genau. Trikots innerhalb einer Saison. Die haben ja sowieso schon keinen so hohen Stellenwert, sondern sind wahrscheinlich eher Liebhaberstücke. Eben. Und werden wahrscheinlich, auch das ist jetzt aktuell noch nicht klar, aber womöglich vielleicht nur für ein, zwei, drei Spiele getragen. An einem verschneiten Pokalabend in Kiel zum Beispiel. Wir waren eben beim deutschen Rekordmeister, davor waren wir beim spanischen Rekordmeister. Dann geht es jetzt logischerweise mit dem englischen Rekordmeister weiter. Beziehungsweise sagen wir mal einfach generell der Blick nach England, wo wir mit Arsenal und Man United gleich zwei Vereine haben, die das Teamgeist-Template bekommen werden. Und ihr dürft einmal selbst kurz entscheiden: Hier haben wir Arsenal, hier haben wir Man United. Können wir mal kurz überlegen, was gefällt euch besser? Dann sage ich jetzt schon mal direkt: Mir gefällt die Arsenal-Variante in dem Fall besser. Schönes Weinrot, was an sich sowieso eine tolle Farbe ist, in Kombination mit Gold. Ich glaube, das haben wir auch schon ganz oft betont. Mit Gold sieht sowieso sehr vieles, also im Zusammenspiel, sehr edel aus, mit einer Farbe wie Weinrot sowieso. Und es hat auch so gewisse 2005, 2006 Thierry Henry im Heimtrikot Vibes mit sich, auch wenn das seinerzeit natürlich noch Nike war. Das ist nämlich genau das, was mich daran so stört. Also Man United kann ich mir farblich sowieso nicht vorstellen, dass die dieses Template übergestülpt bekommen. Dann hätte ich es eher verstanden, aber auch das funktioniert halt aktuell nicht. Der AC Mailand damals mit Ja. Kaká zum Beispiel, das war so das Ding quasi. Und in dem Fall finde ich, versucht, also das ist glaube ich wirklich der letzte Versuch von Arsenal, nochmal Ja. dran zu erinnern. Hey, remember us, wir waren mal ein großer Club. Klar, Farbkombi gehe ich mit, aber genau das ist eben das Problem. Das ist so ein bisschen das, was Dortmund jetzt gerade hatte mit dem Puma-Retro-Ding, was aber eigentlich mal von Nike gemacht wurde. Und das macht jetzt ja Adidas auch mit dieser Farbkombi, mit dieser Ja. ikonischen Farbkombi, muss man ja in dem Fall auch wieder sagen. Und deswegen gefällt mir das nicht so gut. Oh, das ist jetzt aber eine interessante Schlussfolgerung, wenn ich da im Kopf habe, dass du dir die eben jenes Puma-Trikot, was ein Ja, Remake klar. von einem Nike-Trikot war, ja Ja, doch sofort geschnappt hast. das schon, weil ich die Art und Weise und die Umsetzung auch gut fand. Ja. Aber in dem Fall ist ja das Template extrem streng noch an das alte gemünzt. Und Ja. bei dem, wenn wir das jetzt auch nochmal kurz, also wirklich ganz, ganz kurz nur vergleichen wollen, dass das 96er Meistershirt eben nur die Farben hatte und auch die Ärmel und die Gestaltung alles sehr, sehr, ja, sehr, sehr verschieden aussah. Ist es trotzdem ein bisschen was anderes. Man sieht zwar die Inspiration, das ist okay, aber es ist trotzdem eine andere Idee, die man noch draufgesetzt hat. Und in dem Fall ist ja wirklich, dass man gesagt hat, wir nehmen komplett diese Farbgebung und diese Farbgebung wird niemals mit Adidas und Arsenal in Verbindung gebracht werden, nie im Leben, weil Thierry Henry und das Highbury einfach viel, viel größer sind. Ja, Das ist unter kleiner Unterschied dabei. ist jetzt natürlich auch relativ schwierig für das aktuelle Arsenal Ja. an eben jene Erfolge der damaligen Zeit anzuknüpfen, nicht nur weil ein Spieler wie Thierry Henry fehlt, sondern
weil das damals der Abschied vom Highbury war, weil man damals im Champions League-Finale stand, weil ein Arsene Wenger da war. Ja. Ich glaube, das wird Arsenal so schnell generell mit keinem Trikot mehr erreichen können. Es könnte unpassender nicht sein. Von einem alten, ehrwürdigen Verein, der so langsam mit dem sportlichen Niedergang entgegenfliegt, zum nächsten, ja, im Prinzip Krisenverein, man kann es aktuell leider auch gar nicht anders sagen. Ja. Wir kommen zum FC Barcelona und quasi dem Vorlauf für das Trikot der neuen Saison. Genau, denn da hatten wir tatsächlich auch schon, oder da gibt es auch schon Bilder, nämlich hat Mundo Deportivo Bilder vom Heimtrikot geleakt, wobei Leak in Anführungszeichen, denn ja. Es handelt sich noch nicht um tatsächliche Aufnahmen, sondern es handelt sich um Skizzen. Aber Mundo Deportivo, die Fans von Transfergerüchten dürften vielleicht schon mal gehört haben, ist schon eine durchaus zuverlässige Quelle in Spanien, gerade auch beim FC Barcelona. Und wenn wir diese Saison als Maßstab nehmen, dann ist es wirklich bei Barcelona, ähnlich wie jetzt bei den Adidas-Clubs, ist es so ein Back to the Roots. Ja. Weil man nämlich von dem wilden Design, das man in dieser Saison nutzt, abkehrt und zu dem klassischen Streifenlook zurückkehrt und dabei dann sogar wieder die klassischen Blaugrana-Farben aufgreift. Zum Glück. Ja, und obendrein noch einen dunkleren Blauton ergänzt, den man in der Barca-Geschichte, meine ich, auch schon des Öfteren hat. Also zum Beispiel 2018, 2019 waren es, meine ich, zum Beispiel die Hosen. Auch generell eben in der Vergangenheit. Ich meine, in der ersten Saison von Neymar hatten sie auch schon sowas sehr ähnliches, glaube ich. Ja. Auch mit. Entschuldigung, in der zweiten Saison von Neymar, in der ersten waren es, glaube ich, die Querstreifen. Mhm. Und danach hatten sie auch, ja, im Prinzip analog zu dieser Skizze, die wir uns gerade angucken, auch so sehr dunkle Streifen auch noch dazu als Stilelement. Also sie haben schon mal aufgegriffen, auf jeden Fall. Genau, und von daher finde ich, ist das auch eine. Ist das eine ganz schöne Rückkehr zu den Wurzeln, auch wenn man auch deswegen, weil man es nicht langweilig offenbar gestaltet. Also man so, oh, das ist was Klassisches, was man vielleicht schon 100-mal gesehen hat, könnte man jetzt sagen, aber man hat eben, oder man will offenbar diese Streifen nicht nur klare Streifen setzen, sondern macht da auch noch so eine leichte Musterung mit rein, aber die sich eben wirklich innerhalb der Streifen verhält. Und dann auch da endet und nicht irgendwie das aktuelle Design dann in alle Richtungen noch schießt oder wie bei Chelsea sich auch komplett verteilt. Und so gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich auf dieses Barcelona-Trikot, wenn es denn so kommt, auch weil die Akzentfarben noch in Gelb gewählt sind und auch das ja typisch Barcelona eigentlich ist. Ich meine, wir haben es ja auch im Wappen und so gesehen wäre es in meinen Augen schon sehr, sehr stimmig. Von den katalanischen Längsstreifen kommen wir jetzt zu den französischen Querstreifen. Genau. Und damit zu unserem Fulkenwanker der Woche. Ja, gerne. Also genau, der Fulkenwanker der Woche kommt fast von einem alten Bekannten. Wir hatten den Kollegen ja schon mal, ich glaube, 2 oder 3 Folgen vorher schon mal mit am Start. Und er überrascht uns diesmal mit einem Frankreich-Trikot von 2011, wenn ich mich richtig erinnere. Und, tja, die Hose, das war so ein kleiner Streitpunkt, also ich will ja die Kategorie auch nicht unnötig aufblähen, aber ich würde sagen, die Hose ist leider durch diese Schräglinie nicht ganz korrekt. Dafür geben wir ihm aber mal nett gemeinte, weil die Stutzen ja doch immer in einer gleichen Farbe sind, sagen wir mal 7 von 10. Er hat sich auf jeden Fall schon gesteigert. Ja. Dominik, ich mach's jetzt mal wie du. Mhm. Storytime, Dominik. Okay. Beşiktaş Istanbul Sportkulübü oder so ähnlich heißen die. Genau, es geht hier um diesen schicken Fetzen Stoff. Und ja, wie bereits erwähnt, Beşiktaş Istanbul und mit, na, also es ging mir, es war so eine leichte Mischung, warum ich dieses Trikot überhaupt haben wollte. Zum einen fand ich irgendwie Beşiktaş irgendwie immer irgendwie cool, weil die immer mal wieder so auch einfach Spieler geholt haben, die dann, ja, eigentlich gehaltsmäßig auch überhaupt nicht reinpassen, aber sie waren dann plötzlich da. So. Ich glaube, bei Batshuayi jetzt aktuell läuft es genauso. Ja. Aber viel interessanter ist der Spieler hinten drauf in diesem Fall, und zwar Ricardo Quaresma. Tatsächlich, sorry, CR7, aber mein Lieblingsportugiese. Der hat einem nämlich beigebracht, man braucht überhaupt keinen linken Fuß, maximal zum Stehen. Ansonsten den Rest regelt der Außenriss. Bevor Mats Hummels seine Pässe schlug, hat Quaresma die Dinger schon im Winkel versenkt. Überragender Spieler. Und das ist das Heimtrikot aus der Saison 2015 damals, denn das ist so eine kleine Besonderheit. Ricardo Quaresma trug für gewöhnlich eigentlich immer eher die 7,
Die gab es aber zu der Zeit gar nicht. Also musste Quaresma auf die 17 umsteigen und erst als der vorherige Spieler dann noch gewechselt ist, konnte Quaresma auch bei Beşiktaş seine 7 übernehmen. Und deswegen hast du auch bis dahin gewartet. Also, Moment. es ist natürlich gleich was viel Nein. Spezielleres, wenn du dann sagst, nur quasi in der Saison, in der er die 17 getragen hat. In dem Fall, ich habe auch tatsächlich einfach super lange gesucht, weil Quaresma-Trikots sind wirklich selten zu finden, das muss man Also leider so sagen. doch nicht auf dem türkischen Basar, auf dem Istanbuler Basar Nee, ersteigert, erhandelt. das nicht. Ich habe auch sehr lange durchforstet und habe das dann auf einer englischen Website gekauft. Ja. Und ja, dankenswerterweise hat es mir dann ein englischer Kumpel mitgebracht. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Wir kommen zum Schlussakt. Quiztime. Farblich hat sich nicht viel getan zur Storytime, Ja. möchte ich mal sagen. Ja, ansonsten liken, kommentieren, Jo, abonnieren. das Übliche. Genau, bis dahin. Tschüssi. Ciao.